I strongly believe Albert's research must stop. Light! We can't build the future on your empty optimism. Say what you will. I cannot agree to this. Please listen. No, you listen to this! At every turn, you've ignorantly blocked my research! Mr. Wiley, control yourself. I see the committee is in agreement. And so, the department chooses Thomas Light's research into robots with independent thought. Thank you, everyone. Why? Why are you fools so blind? One day, Light. One day the world will know I was right all along. Bad memories make the worst dreams. A genius of my caliber needs sleep to keep his brain in gear. Wait. That research from my youth. Yes, now I'll show you Light. Ja, willkommen in einem neuen Let's Play von mir, und zwar Mega Man 11. Normalerweise sollte heute Tomb Raider laufen, aber naja, anscheinend seid ihr übersättigt davon. Es hat kaum Aufrufe und ja, wenn es euch nicht gefällt, dann muss ich auch nicht weitermachen, beziehungsweise will ich es nicht weitermachen, denn ich würde mich schon in den Kommentaren gerne unterhalten. So, was zeichnet dieses Spiel jetzt aus? Man hat gesehen, Dr. Wiley, der bekannte Bösewicht aus Mega Man oder Rocket Man, wie es im Englischen heißt, hat sich auf seine Jugend zurückerinnert, dass er da eine Erfindung hatte, die er jetzt verwenden möchte. Wir starten ein neues Spiel. Wir sind Rückkehrer und sehen uns erstmal das Intro an. Wir schreiben das Jahr 20XX im Labor von Thomas Light, dem Vater der modernen Robotergesellschaft. Sind viele hart arbeitende Roboter für ihre jährliche Wartung angekommen. All systems nominal. You're in great shape, Blockman. All thanks to you, Doc. You built me rock solid! Well, I can hear the construction yard calling. Block out! Good luck out there. Roll, how many checkups are left? Let's see. We just finished with Block Man. That leaves Torch Man, Acid Man, Impact Man, Bounce Man, Fuse Man, Tundra Man, and Blast Man. Just seven to go. Oh, brother, there's no end to them. Doc, how about giving your favorite assistant a break? I don't need a break, Otto. You know, for a robot, you sure do complain a lot. Now let's crank it up a gear. Oh, I ain't a machine. Man, but still. Mr. Torchman, please proceed to the... Oh, earthquake! What on earth? Roll, Otto, hurry to me! Auftritt Dr. Wiley. Good to see you again, Light. Wiley! Doctor, what's going on? Stand back, everyone. I'll handle this. Mega Man! This is no time for your heroics. I've simply come to give Dr. Light a message. Then kindly be quick about it. Of course. You see, I recalled some old research. The very invention you so coldly crushed when we were students together. Or has your memory failed you? Our university days. A device. It can't be! Oh, but it can! Your objections wouldn't stifle me forever! I have perfected my design! And now we'll see who was right all along! Dr. Light, what's the ruckus? Perfect timing. The lot of you will make excellent test subjects! Wow! Who are you calling a test subject? Quickly! You must all run and hide! My robots! Over here, Light! That's
What have you done? Dang it! Nobody blocks Black Man! Let those robots go, Dr. Wily! I have a better idea! At last, the world will bow down to the genius of Dr. Wily! Doctor, I'll go after Wily. Wait, Mega Man! Wily's invention is called the Double Gear System. It's designed to push robots far beyond their normal strength and speed. If he really has completed it, I'm afraid you won't stand a chance. But we can't just let him get away! Mega Man, I can tell you won't be stopped. Very well. This is the prototype double gear system that Wily developed back at Robot University. If I install this into your circuits, you may be able to stop him. But it's dangerous. Double gear places great strain on robot systems. I can take it, Doctor. I want to do this, no matter the cost. Hook me up! As you wish. The installation will take some time. There's a lot of work to do. The double gear system is fully installed. Mega Man, rise and shine! Go get him, Mega Buddy! And remember, your old pal Otto is here to help out! Mega Man, that dirty Wily won't know what hit him! Mega Man, you're doing a noble thing. Be careful out there. Doctor, roll. Otto, I'll be back soon. Möchtest du dir eine Erklärung des Double Gear Systems ansehen? Nein, ich erkläre euch dann so. Ich erkläre euch das, was das ist. So, jetzt sind wir in der Stage-Auswahl. Ich glaube, das kennt man schon, wir gehen aber zuerst ins Labor. Okay, ich habe genau 0 Geld. Ich hätte gedacht, ich kriege einen kleinen Bonus am Anfang, aber den kann ich mir wohl aufzeichnen. Gut, wir starten mit Blockman. Das ist der erste Level. Das Double Gear System bietet zweierlei verschiedene Sachen. Zum einen dieses hier, da sind meine Schüsse stärker. Und ihr seht da oben unter der links oben unter der Lebens- und Technikanzeige diese Zahnräder. Das ist die Energie des Double Gear Systems. Die zweite und wahrscheinlich wichtigste Funktion ist diese hier. Sie verlangsamt die Zeit und beschleunigt uns. Also es sieht so aus, als würde sich alles langsamer bewegen. Wir bewegen uns aber so schnell, dass alles so langsam aussieht. So, und jetzt geht's los mit der Action. Und gleich einer der Roboter, die ich am meisten hasse. Na komm. Das ist die Währung im Spiel. Mit denen können wir uns verschiedene Upgrades und Items kaufen, die das Spiel ein bisschen erleichtern. Und einige davon sind wirklich sehr wichtig. Ich hasse dich. Aber du gibst mir Geld. Es kann natürlich auch random kommen, das ist ja das Schöne dran. Wir werden auch bald das Double Gear System brauchen. Sehr bald sogar. Eigentlich hätte ich das jetzt nicht holen brauchen, weil ich sowieso voll bin. Aber macht ja Gewohnheit. Geld lassen wir natürlich nicht auf der Strecke liegen. Das, was ich jetzt gerade eingesammelt habe, setzt den Cooldown des Double Gear Systems ein bisschen zurück. Komm.
Au, schon erwischt. So, komm. Ah. Explodier endlich. Na, geht doch. Komm, du auch. Oh, sehr schön. Brauche ich Roll wenigstens nicht rufen. Das ist unser vierbeiniger Freund hier. In der ersten Hälfte des Spiels ist er uns nur für Sprünge behilflich. Später kann man ihn auch als Jet nutzen. So, und jetzt ist einer dieser Szenen da, wo wir das Double Gear System brauchen. Das, was uns da verfolgt hätte uns kaputt gemacht, wenn es uns eingeholt hätte. Nein! Ja, jetzt sind wir kaputt. Einmal nicht nachgedacht. Oh, und schön zurückversetzt, danke. Damit ich das schön nochmal machen kann. Vielleicht gibt es noch ein paar Schrauben extra. Wer weiß, wozu es jetzt gut war. Au. Ne, nicht Bauergier. Ah. Das habe ich gemeint. Na, das erwischt mich jetzt. Doch nicht. Da war ich nämlich zu langsam jetzt. Und gleicher Fehler noch einmal. Aber das war noch nicht alles. Das Double Gear Power System brauchen wir noch ein paar Mal. Das sind so richtige Urgesteine, diese Helme hier. Fast in jedem Vega-Mental mit dabei. Diese Drohnen sind mitunter das Nervigste an der ganzen Geschichte hier. Die spawnen nämlich endlos nach. Nein! Ah! Abgelenkt. Man kann sie natürlich auch ein bisschen zum Farmen verwenden. Immer aufpassen, ob da von oben was kommt. Er muss mich natürlich erwischen. Ich bin in einer unschönen Lage jetzt gewesen. Explodier! Mist! Er hält ein bisschen mehr aus, kommt mir vor. Kommt aber wahrscheinlich mir nur so vor, wirklich nur so vor. Ja, erwische ich nie. Ist der dritte Run jetzt und es ist mir noch nie geglückt, dass ich den da rechtzeitig wegwuschle. Momentan verlässt mich das Glück ein bisschen. Meine Ausweichskills lassen zu wünschen übrig.
Ja, kommt nur. Aber Energie würden sie nicht übrig lassen. Das ist mitunter das Schlimmste von allen. Jetzt bin ich überhitzt. Brauchen wir Roll. Hier ist dann auch wieder das Double Gear System gar nicht schlecht, wenn man es nutzt. Ich hasse solche Flüchtigkeitsfehler. So, hoffentlich passiert mir das jetzt nicht nochmal. Ich brauche den Block. Dann muss ich auf den und dann auf den. Sehr schön. Nein! Diese blöden Drohnen machen es natürlich nicht leichter. Nein! Oh, das wird ja schon wieder. Das ist ja schon wieder. So, Konzentration, Leo. So. Oben bist du. Abwarten. Komm, blöde Drohne. So. Richtig schön getimt, dass ich ja nicht vorher springen kann. So. Nein, nein. Kannst mich mal. Jetzt aber. Was habe ich gekriegt? Ah, ich hätte auf Energie gehofft. Ah, du bist mir egal, ich bin fast voll. So, auf geht's zum ersten Boss. Ich habe ganz schön federn lassen müssen auf dem Weg hierher. Muss ich mir nachher gleich mal ein paar Leben kaufen. So, Rockman hat 3 Phasen insgesamt. Das ist seine erste Phase, die ist eigentlich noch harmlos. Jetzt wird's ein bisschen tricky. Wir müssen nämlich die schöne rote Scheibe da oben treffen, ist sein einziger Schwachpunkt. Au. Das ist eigentlich auch das erste Mal, dass er von seiner Taktik abweicht bei mir. So, jetzt muss ich die Energie nehmen, ansonsten war's das. Aber so von seiner Strategie abweichen. Jetzt reicht's aber!
So, jetzt heißt es nur noch herumstehen und hoffen. Denn damit hört er nicht mehr auf. So, das war's. Der erste Boss liegt. Und wir bekommen seine Fähigkeit. Nach alter Mega Man Tradition. Wir können die allerdings testen sogar. Nee, das wollte ich jetzt nicht. So. Lässt diese Blöcke von oben runterfallen, ist beim nächsten Boss gar nicht mal so verkehrt. So, wir gehen jetzt in Dr. Lights Labor. Wir haben schon 340 eingenommen. Wir holen uns mal ein paar Leben. Dann holen wir uns eine Energie. Kann man immer gebrauchen. Dieser schöne Vogel, wenn wir irgendwo runterfallen, kommt der nach und holt uns da wieder raus. Verhindert also einen Tod, nehmen wir auch. Und dann bräuchte ich noch, ich weiß nicht, gibt es die schon? Ne, die sind noch nicht freigeschaltet, die sind dann hier. Die haben sie noch nicht, schade. Ihn können wir einmal rufen und er bringt uns einen Gegenstand. Früher war, in den früheren Mega Man Teilen war er random mit dabei. Ich würde mal sagen, eine zweite Energie kann gar nicht schaden. So. Ich würde mal sagen, wir speichern jetzt. Und weiter geht es dann in der nächsten Folge, wo wir uns dem nächsten Boss, Acid Man, vorknöpfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte mal ein bisschen in die Kommentarsektion schreiben, wie es war. Ob ihr auch Mega Man gespielt habt, früher oder derzeit oder überhaupt mal. Würde mich sehr interessieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und danke, dass du das Video von mir angesehen hast. Wenn du noch weitere Videos von und mit mir sehen willst, dann werden die jetzt hier unten eingeblendet. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann wäre ich froh, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Das würde mir auf YouTube weiterhelfen. Kommentare natürlich auch gerne gesehen. Werde ich alle beantworten, sofern es mir möglich ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.